Blaulichttraining hat also sehr viel mit Dingen zu tun, die was mit Ablenkung zu tun haben. Ja, wir haben hier eine Gefällestrecke von 7%. Ganz alleine schneller, wenn ich den Berg runter roll. Ja. Ich sollte eigentlich nur 20 fahren, ich musste dann einmal abbremsen. Ja. Und dann haben die Räder schon einmal blockiert und dann fing er an zu rutschen. So, bei dieser Geschichte wollen wir uns mal um den sogenannten Stress-Parcours kümmern. Auch in der Linkskurve mal Blinker rechts machen, aber Blinker rechts, dann Blinker wieder ausschalten. Einmal Blaulicht links einschalten, Blaulicht linke Sensor runterdrehen, okay. Okay, Sensor wieder hochdrehen, Scheinwischer einschalten, nochmal Vollbremsung machen, da rennt ja einer voll die Füße vor. Und wie war das? Alles geschafft, was er gesagt hat? Oder? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber wenn der bestimmt nicht in der Geschwindigkeit, wie er es gesagt hat,